Es ist lesbar bei mir. Okay, also wenn der Clap losgeht, dann geht's los. Alrighty. Hello, Big Boys and Girls beim Big Boys Podcast. Wir sind heute da mit den Prime Wooper Troopers. Meine Herren, bitte stellen Sie sich vor. Richtig geil, dass du gleich Wooper Trooper sagst. Mach mich natürlich gleich happy. Ja. Ja, stellen wir uns vor. Wir haben hier zum einen den großartigen Dave. Hallo. Könntest du es leider nicht sehen, glaube ich. Ist es ein Videopodcast? Ich weiß gerade nicht. Ja, ja. Auch. Ja. Okay. Alles. Alles. Wir sind überall. Ja, der Dave und, ist eine geile Sau, der Dave, machen wir eh so, oder? Ist cooler, oder? Wenn wir uns gegenseitig vorstellen. Ja, sicher. Dann sicher, tun wir so, als ob wir uns kennen. Ja. Schauen wir, was rauskommt. Schauen wir, was rauskommt. Nee, der Dave ist richtig, richtig, richtig cool. Der Dave ist ein geiler Fotograf. Der Dave ist eine Spaßkanone. Ja. Und natürlich essentielles Mitglied des Woop-Teams. Ja, danke schön, Thomas. Das ist übrigens der Thomas auf der anderen Seite. Er ist Head of Everything bei Woop TV, kümmert sich um alles Technische, ist der Master und das Brain hinter jeder Idee und ist mit Leib und Seele bei dem Ganzen dabei. Was, deins magst war viel du? Besser als meins, also finde ich, also jetzt muss ich nochmal... Oh, scheiße, das ist okay, aber ganz vorbeginnen. Ich klatsche nochmal, ne? Okay, also Thomas ist der Grandmeister of genau, Jedi Master von dem Ganzen. Nice, okay. Magst du mal kurz erzählen, worum es bei Woop TV geht, was wir so machen, was wir so treiben? Ja, also wir haben das ja über die letzten Jahre versucht zu klassifizieren, was wir eigentlich sind. Das war ja gar nicht so leicht, die Aufgabe. Mhm. Aber wir haben uns jetzt dann geeinigt auf Gaming- und Streaming-Agentur, auch wenn da natürlich viel, viel mehr dranhängt in Summe. Aber ich glaube, das ist am ehesten verständlich für die Leute auch. Man kann ja nicht einfach sagen, ja, wir sind eine coole Truppe an Leuten, die versuchen, sich den Job der Zukunft aufzubauen, weil es den in Österreich einfach so noch nicht gibt. Mhm. Das ist die lange Ausführung. aber ja, im Prinzip, was machen wir? Wir streamen, wir schneiden Videos, wir veranstalten Events, wir beraten Unternehmen, punkto Gaming, punkto Streaming, ja, und da halt noch ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die da mit dranhängen. Okay. Ja, ich glaube, wir können da noch Sachen lernen. Ja, natürlich. Vor allem, wie man sich vorstellt, wie man gerade alles optimiert. Vor allem, wie man gerade Sätze spricht und wie man sich gegenseitig vorstellt und so. Ja. Seit wann gibt's euch? Offiziell gibt's uns seit, also das erste Mal, dass wir uns Woop genannt haben, haben wir davor Preplay TV geheißen für ein halbes Jahr, das war so Testphase ein bisschen. Offiziell gibt es Woops seit der Comic-Con der letzten, die es gegeben hat, also letztes Jahr. 2019. Vor zwei Jahren, so rum, genau. Ja, genau, 2019, so rum. 2021 ist so ein bisschen. Ja, das ist so ein schwarzes Loch in meinem Kopf. Ja, far. Nicht nur dein. Ich sag noch immer letztes Jahr, weil es hat jetzt ein Jahr nicht gegeben einfach. Ja, also das ja, ist ja, genau. Einfach nicht, dass wir da überhaupt ein Kalenderjahr gemacht haben, ist ja lustig. Und also man hätte 18, 19 Corona und dann irgendwann und dann einmal weiter. 20 ja. oder so. Ja. Ja. Afterlife einfach. Wie viele Leute sind gerade in eurer Crew aus Chief und Dave? Ja, Kernteam ist tatsächlich recht klein, sind 5 Leute. Mhm. Aber wir haben natürlich über die Jahre jetzt einige Leute dazu gesammelt. Eben über verschiedene Projekte sind auch immer mehr Leute dazugekommen dann, die teilweise, also das fängt an von teilweise nur Moderatoren natürlich für den Chat, teilweise Leute, die einfach streamen einmal die Woche, weil sie Bock drauf haben. Dann Leute, die wirklich aushelfen bei Veranstaltungen, einfach weil es cool ist und Spaß macht auch, ja. Deswegen ist das so schwer in Zahlen zu fassen dann schlussendlich. Aber ihr könnt euch das vorstellen, 5 ist mal das Kernteam, das ist das Wichtige jetzt und dann hängt da halt noch ein Haufen an Leuten dran. Der Rest fluktuiert, je nachdem, wie genau, viele Leute gebraucht genau. werden oder auch nicht. Genau, die 5 Leute sind auch lokal, also das Kernteam ist halt auch in Wien sogar situiert, weil der Rest ist halt auch
In Österreich, in Graz, wir haben Leute in Österreich und Graz vor allem. Ja. Und, Österreich, Graz. Und Luxemburg haben wir auch Leute und Deutschland Luxemburg, auch. Luxemburg, ja, also Graz. Okay. Deutschland. Ja. Ja, wir sind da wirklich Multikulti, also hauptsächlich, also Deutsch sprechen schon alle, noch. Aber wir sind schon sehr Multikulti. Es ist halt auch dadurch zustande gekommen, wir haben nämlich ganz am Anfang von Corona eine Zeit lang einen Bildungsstream gemacht. Aha. Also wirklich Unterrichtsstream. Für OctoTV haben wir das gemacht damals. Und da haben wir eben ganz, ganz viele Lehrer dazugeholt aus den deutschsprachigen Ländern, die es eben gibt. Also es gibt halt, weißt du, du hast in jedem Land, weiß nicht, eine Handvoll Lehrer, die wirklich innovativ sind. Und dann hört es sich eh schon wieder auf. Und die sind halt geblieben, die coolen. Ne? Und die anderen, ja. Okay, verstehe. Wie du gesagt hast, ihr streamt ja nicht nur Let's Plays, sondern ihr macht auch Gaming-Events und Interviews und das, wie man online gesehen hat, auch schon im etwas größeren Stil. Ja? Also ihr wart mal in einem recht fetten Studio und das sah schon highly official aus. Ne? Und ja, eben da habt ihr, was ich gesagt habe, Gäste gehabt, eben so Christoph Seiler und Roman Gregory und eben auch lokale Bands, wie Leute vom Turbo Bier und Hearst. Mothership. Ja, aber wir waren da in dem kleineren Studio in Studio B. Okay, cool. Auch sehr geil, sehr cozy, ja. So, jetzt die Frage, ist die Verbindung zwischen Streamen und Local Music Support, ist das Teil von eurer CI? Würde ich sagen, ja. Wir haben uns vor allem seit Spawnpoint mit dem Event hat so ein bisschen angefangen und das ist auch das, nehme ich mal an, worauf ihr jetzt auswärts bei dem Teaser. Mit dem hat es angefangen und da haben wir ein bisschen Kontakt dann hergestellt zu Ö3, zu 88.6, zu ein paar Agenturen, FFS und so weiter, die halt auch mal coole Bands dabei haben und auch hingebracht haben zum Spawnpoint. Und das haben wir jetzt mit aufgenommen, weil das für uns jetzt so ein bisschen der leichtere Zugang war. Ja, Gaming, also nur Gaming zu machen, ist ein bisschen schwer tatsächlich noch in Österreich, finde ich. Weil Österreich, ja, das ist meine Universalantwort darauf. Ja. Ja, das kannst du jetzt copy-pasten für Bildung und für alle anderen Sachen, ja, aber im Prinzip war für uns Musik und eben auch, weil wir vorhin gesagt haben, na, OctoTV und Fernsehen, also eben in diese Richtung. Ja. Das sind Zugänge, die sind schon verbreiteter, die verstehen auch die Leute. Also es macht jetzt mehr Sinn, wenn ich sage, da sind Musiker dabei, als wieder für die breite Masse, als wie da sind jetzt Twitch-Streamer dabei. Ja. Deswegen kannst du trotzdem das Thema Gaming aufnehmen immer. Aber wir haben uns auf jeden Fall versucht, so periphere Ecken der Medienkultur, der Medienlandschaft zu suchen, wo wir irgendwie anschließen können, eben und das Gaming auch mit reinbringen, weil das ein leichterer Zugang ist. Das adoptiert ihr damit quasi. Genau. Ja. Genau. Also du hast zum Beispiel die Szene oder die Gruppe Gamer ist ja keine eigene Gruppe an sich, sondern jeder ist in Wirklichkeit Gamer. Also Musiker sind Gamer, Filmschaffende sind Gamer, jeder zockt in Wirklichkeit irgendwas und wenn es nur am Handy ist. Und damit hast du eigentlich jede Zielgruppe dran. Wir haben nur halt festgestellt, dass du halt nicht wirklich Gaming als eigene Bubble sehen darfst, sondern halt wirklich jeder zockt und jeder Musik. Und wenn du das irgendwie den Leuten näher bringst, dann ist es halt wesentlich einfacher auch. Und wenn du sagst, Christoph Seiler spielt FIFA oder Hearst spielen Call of Duty, dann ist das wesentlich einfacher, den Leuten näher zu bringen. Ja. Und vielleicht auch vielleicht auch ein besserer Zugang zum Thema Gaming an sich, wo wir auch ein bisschen hinaus wollten mit den ganzen Projekten. Und das ist auch schön. Es ist schön zu zeigen, quasi mal den Leuten da draußen, wer ist denn aller Gamer eigentlich, ja, von dem man es vielleicht auch gar nicht weiß. Ich meine, dass jetzt ein Christopher Seiler FIFA spielt, das kann man sich vielleicht noch so ein bisschen denken. Aber dass dann ein Philipp Hanser zum Beispiel Strategiespiele spielt in Counter-Strike, ja. Oder gegen Julian LePlay Age of Empires. Schlacht um Mittelerde, danke. Ja, genau. Das ist vielleicht tatsächlich interessant. Das habe ich selber auch schon oft diskutiert mit Leuten, weil ich glaube, ich habe wirklich intensiv angefangen zum Gamen, wie der Sega Mega Drive rausgekommen ist. Also ich bin schon lange dabei. Ja. Aber sagen wir mal so, in großen Teilen meiner Jugend war Gaming nicht salonfähig.
Da war sehr, du bist der es Gamer. Ist auch sehr, sehr stigmatisiert. Genau. Du bist viel genau, zu Hause, du machst und, sonst nichts. Ja, du bist fett und hast einen Bart. Ich keine Freunde. Richtig, richtig. Und ich denke, sicherlich so in den letzten 5, aber ich würde sogar meinen, schon in den letzten 10 Jahren ist es immer mehr allgemein akzeptiert worden. Und wie ihr sagt, und das ist, glaube ich, auch das absolut Richtige, jeder gamet heutzutage irgendwie. Und es ist auch voll in Ordnung, wenn man jetzt sagt, na, ich bleibe zu Hause, ich mache nichts, weil das neue Spiel so und so ist rausgekommen und das ist jetzt wichtig für mich, ich muss das jetzt spielen. Ja, oder, oder ich bleibe zu Hause, ich spiele trotzdem mit meinen Freunden. Ja. Genau, aber das ist eben, glaube ich, Vor 10 Jahren ist es definitiv salonfähiger geworden. Aber das Lustige war, vor 10 Jahren war Gaming noch immer gefühlt eine Nische. Aber die Nische selber war schon so titanisch groß. Ja. Da haben schon so viele Leute mitgelebt und gefeiert, ja, dass das irgendwie nur noch eine Frage der Zeit war, bis das von heute auf morgen durchbricht und in alle Bereiche gehen und Leute auch, hey, das ist eigentlich voll die fette Industrie, da könnten wir uns irgendwie da dranhängen. Und ja, jetzt schaut es euch an, keine Ahnung, Südkorea, da spielen die Leute in irgendwelchen Stadien ne, und schauen Leuten beim was auch immer spielen zu und feiern das, ja. Ja, ich werde feiern, wenn das erste Mal ein E-Sports-Event im Ernst-Happel-Stadion ist. Das werde ich feiern. Es wird noch Jahre dauern, aber... Ja, Österreich, ne? Ja. Ja. Nein, aber du hast recht, ja. Ich meine, die Gaming-Industrie hat ja schon vor Jahren die Umsatzgrenze, also den Umsatz durchbrochen von Film- und Musikindustrie gemacht zusammen. Ja. Und das fällt halt jetzt auch langsam, denn ich meine, ja, es ist eh schon viel zu spät, dass es irgendwem auffällt, eigentlich ganz ehrlich gesagt. Aber es fällt halt auch langsam mal den offiziellen Stellen auf. Wir sind zum Beispiel, wir haben im Mai ein Gespräch gehabt mit der ÖVP, denen jetzt aufgefallen ist, dass dieses Gaming und E-Sport anscheinend die Leute machen oder interessieren und dass das ein Phänomen ist, wo du dir denkst, du schaust dir Zahlen an, wenn du jetzt Candy Crush und diese ganzen Handyspiele dazu nimmst, dann reden wir von 90% der Bevölkerung fast, die spielen in irgendeiner Art und Form. Ja. Und das fällt halt den Leuten jetzt langsam auf, ja. Aber ich finde das spannend, dass das die Leute nicht als Gaming wahrnehmen, sondern es ist halt, ja, das machst du halt in der Straßenbahn, wenn du am Weg zur Arbeit bist oder wenn du am Klo sitzt oder so, so ein Temple Run oder sowas. Ja. Die würden sich auch nicht als Gamer identifizieren und das ist auch voll okay, ja. Ja, aber in Wahrheit ist es das. In Wahrheit ist es das. Du spielst ein Spiel, ergo bist du ein Spieler. Ja, genau, ja. Und in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn du dir das anschaust, also könntest du dich noch zurückerinnern, was früher Schlagzeilen gemacht hat, war ja immer bei irgendwelchen Schulmassakern diese Counter-Strike-Spieler, die im Spiel lernen nachzuladen und was weiß ich was. Ja. Und weiß ich nicht, wahrscheinlich dort auch in die Richtung irgendwo ein Schild stehen haben, jetzt in der Schule ein Massaker machen gehen, ja. Gefühlt, also wenn man den Medien glauben darf. Und wer, ich meine, was sind die letzten großen Schlagzeilen gewesen, ist halt, dass Österreich Weltmeister im Fortnite ist, ja. Solche Sachen. Ja. Das ist ein bisschen eine positivere Message dann schon natürlich, ne? Das ist richtig. Fortnite trotzdem, aber es ist noch immer eine positive Message. Früher war es halt irgendwie die satanische Rockmusik und dass die versteckte Botschaften hat, wenn man die Platte rückwärts abspielt oder so. Ja. Ja. Damit Gordon macht das heute noch und gibt versteckte Botschaften rein. Ja, gute Zeit. Ja, super, großartig. und jetzt ist halt Gaming da dazugekommen. Ne? Ja. Also sprich, euch war wichtig, dass ihr euch mit anderen schon bestehenden Pfeilern irgendwie, dass ihr euch da draufsetzt und das quasi mitnehmt oder adaptiert und so, ja. Und tragt ihr das auch nach außen, dass ihr zeigt, okay, gut, und uns ist die Verbindung und der Support der lokalen Musikszene ist uns wichtig oder ist quasi ein weiterer Punkt oder wie im Vordergrund steht Musik und Kunst? Ja, Support der lokalen Musikszene, da können wir halt auch nur so viel tun, ne? Ich meine, wir haben jetzt mit 88.6 haben wir diese Band-Battles am Laufen, wo wir eben immer zwei Bands raussuchen und die dann gegeneinander Spiele spielen lassen. Das ist jetzt vor allem in der Zeit, wo Corona ist, wo halt keine Konzerte sind und so weiter, ist das natürlich eine coole Sache.
Und der Gewinner davon kommt dann auch ins Radio, kriegt ein Interview und so weiter und so fort. Also wenn ihr das jetzt schon als Support der Musikszene ansetzt, dann ja. Definitiv. Ich finde, es ist schon Support der Musikszene, einfach eine Band einzuladen und 2 Stunden ein Videospiel spielen zu lassen. Ja. Und, und das dann über seine Kanäle zum Sharen und im Hintergrund der Musik zu spielen, das ist huge in Wahrheit. Ja. Also, ich meine, wie gesagt, nicht nur, dass ich mich super geehrt fühle, dass ich da mal dabei sein durfte, aber es ist keine Selbstverständlichkeit, eine andere Plattform für eine Band zur Verfügung zu stellen, weil es ist ja doch auch ein bisschen, also ich sage, wenn man eine etablierte Plattform hat, schon ein bisschen auch ein Risiko, weil man weiß ja nicht unbedingt, wie die Leute sind, und meist ist der Benefit für den, der die Plattform zur Verfügung stellt, meistens ein bisschen geringer als für die Leute, die er holt. Außer man holt sich eben dicke Fische oder so. Ja, ja, wobei ich sagen muss, also von den Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe, ist, dass die kleinen Fische oft viel bemühter sind, das Word zu spreaden, als die großen Fische. Weil es ihnen auch sicher wichtiger ist, einfach, dass sie jetzt da bei was Großem dabei sind. Und selbst wenn du sagst, wir hatten ja die ersten Band-Battles, die wir hatten, waren ja eine lokale Band gegen eine andere lokale Band. Mhm. Wirklich kleine, die gerade irgendeine EP raus haben oder ihr erstes Album raushauen. Und die spielen gegeneinander, und der Gewinner, sie haben sich wirklich, wirklich alles gegeben bei den Minigames, die sie da gezockt haben. Das war geil. Und der Gewinner bekommt dann einfach einen Monat eine Präsenz auf 88.6 gesponsert. Was auch kein Banner ist, ne? Und ein Interview live im Studio. Also das ist halt schon, das ist quasi für sie gratis Promo dafür, dass sie sich bemühen. Plus auch noch der Content, den sie im Livestream bzw. auf YouTube dann haben und sagen, schaut es euch an, hey, wir haben zwar nicht gewonnen, aber wir haben da auch schon Interviews gehabt mit 88.6 und mit den Moderatoren, die dort waren, einfach über ihre Musik zu reden. Colder Mothership war ja auch schon bei uns, ne? Das war noch das Einzelmodell, wo wir nur eine Band eingeladen haben und gesagt haben, wir brauchen natürlich auch aus marketingtechnischer Sicht, brauchst du eine USP, die du halt irgendwie vermarkten kannst und sagen kannst, okay, jeder macht Band-Interviews, irgendwas Lustiges, irgendwas Spaßiges, irgendwas muss die Leute ziehen und halten auch bei dem Video. Das heißt, okay, wir spielen einfach irgendwas chillig nebenher, weil alle sind ein bisschen Gamer und selbst Hauptsache den ganzen Controller halten, weil irgendwie kriegst du den Dreh schon raus. so wie ich. Und dann aber währenddessen ein Interview führen und über die Musik quatschen und die Hintergedanken. Und dann hast du während dem Zocken, kriegst du zusätzlich noch die Zusatzinfos von der Band. Von der Band, ja. Was die Hintergedanken zum Album oder zu ihrer Musik sind. Und das ist schon, finde ich, der Mehrwert, den du sonst nirgends hast. Und du bist halt auch nie so authentisch, wie wenn du in einer Art Wettkampf gegeneinander antrittst. Ganz ehrlich. Ja, da kommt. Du zeigst den echten Menschen, wenn du gegen den anderen spielst, was da zeigst du alle Emotionen. Wie viele Bands haben den Controller schon Richtung Fernsehen geworfen? Ein paar Mal war es knapp, aber das war schon so. Ich überlege, einen kleinen Fernseher zum Kaufen. Damit es vorbeifliegt. Nein, einfach mit jedem Controller diesen seine Schraube. Mit seinem Gummibandel dran, das wäre das Wert. Jetzt ist noch Controller, ne? Genau. Na, wir hatten schon ein paar defekte Controller auch, also so ist es nicht. Das war schon sehr viel Button-Mashing dabei. Bald Equipment. Ja, das stimmt. Na gut. Das stimmt. 2020 und 2021, das große Corona-Loch, war ja auch so die Zeit des Streamens, des Zuhausebleibens und des Content-Kreierens und Konsumierens. Und habt ihr erkannt, dass es hier eine Chance gibt, zu wachsen aufgrund der höheren Nachfrage an quasi Information und Entertainment? Und habt ihr euch da extra reingehaut oder hattet ihr das eh alles vorzumachen? Wir haben uns, also streamingtechnisch haben wir uns Ende letzten Jahres vor allem sehr stark nochmal reingeschmissen. Aber man muss auch sagen, zur höheren Nachfrage, und wenn man sich die Twitch-Zahlen jetzt anschaut, also wirklich explizit, also Twitch und explizit Gaming ist eh ein Thema für sich jetzt, ne? aber wenn man sich die Twitch-Zahlen anschaut, dann sind ja die Umsatzzahlen gleich mal verdoppelt worden, einfach von den Zuschaueranzahlen abhängig auch. Und natürlich kann man jetzt sagen, okay, viel mehr Zuschauer, muss auch viel mehr gehen, aber gleichzeitig ist halt auch das Angebot gestiegen, irrsinnig, ja.
Weil die Leute zu Hause sind und sich alle irgendwie versuchen, selbst zu verwirklichen, dann machen sie einen Podcast. Oh Gott, ja. I'm out of here. Na, zu unserer Verteidigung. Und es gab schon vor Corona. Angefangen. Ja, ja, genau. Wir sind nein, nur halb so lame. Ja. Aber ihr wisst doch, was Grund ich hinaus will. Ne? Also ja, neben der Nachfrage steigt natürlich auch irrsinnig das Angebot. Natürlich, jeder kommt drauf. Ach, ich sitze eh zu Hause. Na gut, dann kann ich ja auch mal die Streaming probieren und mal schauen. Vielleicht kommen meine Freunde zu und deren Freunde. Und, bla, bla, und, wenn du dir, und wenn du dir Twitch jetzt anschaust, also wenn wir jetzt nochmal nur Twitch anschauen, wir können YouTube nochmal extra anschauen und so weiter und so fort. Aber wenn du jetzt nur Twitch anschaust und das Thema Streaming, dann ist es halt so, dass du wahrscheinlich unter 1% der Leute hast, die dann wirklich Zuschauerzahlen haben, wo man sagt, das ist relevant. Viel weniger, sogar wahrscheinlich 1 Promille oder noch weniger. Ja. Und alle anderen krebsen so herum mit 1 bis 10 Zuschauern. Ja. Und von dem her, wem wirst du zuschauen? Also Twitch supportet ja auch nicht die Kleinen. Ja. Twitch, wenn du sagst, ich möchte jetzt ein Spiel anschauen oder was auch immer, Just Cooking, whatever, ja, also du wählst eine Kategorie aus und dann hast du gelistet von oben nach unten die meisten Zuschauer zu den wenigsten. Natürlich, ja. Und wer scrollt denn bitte auf Seite 3? Ja, niemand scrollt auf Seite 3. Das ist wie wenn du eine Google-Suche hast, ab Seite 3, 4 hörst du auf. Ich wollte gerade sagen, was bist du für ein Psychopath, ja? Ja, da muss schon ordentlich was Not bestehen, dass das... auf gut Glückssuche. Ja, ja, ja. Von dem her, wer hat natürlich einen Vorteil von solchen Sachen? Natürlich eher die Großen. Also muss man ganz offen und ehrlich sagen beim Streaming. YouTube hast du natürlich Möglichkeiten. YouTube hat aber auch wieder einen Algorithmus, der auch eher bevorzugt, wenn du Sachen machst, die quasi den Trend gerade abgreifen, wenn du Sachen machst, wenn du regelmäßig schon Sachen gemacht hast, bist du halt auch vorgereiht und so weiter und so weiter. Und wenn du einfach neu anfängst, Videos zu machen jetzt in der Corona-Zeit, dann wird dein erstes Video nicht gleich der Mega-Hit sein, auch von der Produktionsqualität her. Was nicht unbedingt jetzt ein Killer sein muss, aber auch hier ist es natürlich leichter, wenn schon was da ist, als wenn man von Null weg anfängt. Aber Chancen natürlich, Chancen hat man immer, wenn man genau die richtige Nische trifft, ja, und Österreich ist ja das Land der Nischen, dann hast du immer Möglichkeiten, da natürlich erfolgreich. Also wenn man sich anschaut, jetzt zum Beispiel ein befreundeter Streamer, Quiz der Bader, der macht so Mittelalter Steampunk Musikstreams, also der hat Lieder, wo er singt, und der hat halt auch so ein Steampunk-Outfit immer an, ja. Und das ist natürlich eine Hardcore-Nische, die natürlich erfolgreich ist dann, oder erfolgreicher als andere, weil du diese ganzen Cosplayer alle zu Hause hast, ne? Oder diese ganzen Labler und so weiter, wie sie alle heißen. Und die suchen sich halt Content. Und dann hast du halt deine 2, 3 Streamer, die das abdecken. Und die sind natürlich, haben die dann Chancen. Deswegen, wie gesagt, wenn du eine gute Nische findest, hau dich rein. Ja, dann geht's. Dann geht's aber auch abseits von Corona, muss man auch sagen. Das stimmt, weil die Nische wird vermutlich, die hat es davor schon gegeben und die wird es danach dann auch noch geben. Ne? Ja. Ja. Das stimmt schon. Ja, und ansonsten, also abseits von den Live-Medien jetzt, also Veranstaltungen, braucht man gar nicht reden. Das war auch recht schwierig, ne? Das ist ein bisschen benachteiligt, weil man keine machen darf, ja. Was geht's in Streaming-Veranstaltungen? Da muss ich aber auch sagen, das haben viele noch nicht verstanden. Ja, warum man das macht, wie man das macht. Und dann ist es natürlich auch schwierig, weil auch das Publikum sieht teilweise den Benefit davon noch. Also es ist wie Fernsehen, nur hast du Interaktion theoretisch. Ja? Wenn du jetzt die Interaktion wegnimmst, dann hast du Fernsehen. Warum schaue ich dann nicht gleich Fernsehen quasi? Ja. Und Fernsehen schaut keiner mehr, ja? sondern die Leute schauen YouTube oder Netflix. Ja. Also die holen sich irgendwelche On-Demand-Geschichten. Ja? Von dem her. Und ich glaube, da spießt sich auch das Ganze, weil du halt dann eben, wenn bei Streaming-Events ist es halt schwierig, deinen Kooperationspartnern und den ganzen, also ich rede jetzt von unserem Spawnpoint-Event. Das war ein Event über das Thema Gaming für Behinderte, wo wir einfach Leute eingeladen haben aus der ganzen Welt, wirklich Amerika, Nordamerika, Kanada, Deutschland, London und so. Es waren viele dabei, auch Spanien. Es waren viele dabei und die haben halt einfach ihre Geschichten erzählt, wie sie zum Gaming gekommen sind, wie sie gamen. Es sind Firmen gekommen, die gesagt haben, sie wollen ihr Produkt vorstellen, für Sehbehinderung, eigene Brillen und lauter solche Sachen. Und
da ist es halt dann schwierig, so ein Event gut zu vermarkten, weil sich jetzt noch zumindest in der normalen Marketingwelt niemand vorstellen kann, wie so ein Streaming-Event funktionieren soll. Wer ja. schaut dazu? Wen interessiert das? Da sind ja keine Leute. Wie verkauft ihr Tickets? Mhm. Es ist halt, du kannst nur sagen, ja, es ist online. Es hat jeder das letzte Jahr online verbracht. Es waren alle da. Es ist halt so ein Ding. Aber ich glaube, wir haben schon auch einen Push dadurch bekommen, durch dieses ganze Corona-Jahr, weil allein, Thomas, du erinnerst dich an du hast doch ja. vorher erwähnt, die Schulstreams, mit denen ist es ziemlich nach oben gegangen. Also das war einfach, wir laden Lehrer ein und jede Stunde passiert ein anderer Gegenstand. Für die Kids, die zu Hause sitzen und eventuell gerade fernschauen, schaut Twitch, schaut YouTube, es wurde auf Wireless gestreamt, lernt vielleicht noch was. Es waren irgendwelche einfachen Gleichungen oder es war ein Geografie, es war ein lustiges Quiz, wo die Kinder mit Handy mitspielen konnten. Lauter solche Dinge. Und da geht es halt einfach auch. Ja, genau. Ja. Es war halt einfach Beschäftigung für alle Beteiligten. Mhm. Und ich glaube, das zu etablieren dauert noch, gerade in unserer Gesellschaft. Also nicht nur, ich glaube, nicht nur Österreich ist da, also, das trifft alle. Bildungsstream, ja, ganz ehrlich. Ja. Und dann hier Bildungsstream, hier Österreich, ja, und jetzt. Ich glaube, dass das die Bezeichnung Stream schreckt halt noch viele Leute ab, ja. weil es so mit Gaming in Verbindung gebracht wird und halt mit dem, wie soll ich sagen, mit den eher, ich habe kein besseres Wort, mit den verrufenen Aspekten von Streaming, dass halt Leute einfach nur vor der Kamera sitzen und deppert reden oder keine Ahnung, Mädels in knappen Outfits oder so. Ja, Hot-Tub-Stream, ne? Der Hot-Tub-Stream. Ja, genau. Hot-Tub-Stream. Das ist, glaube ich, bei vielen Leuten. Twitch hat eine eigene Kategorie für Hot-Tub-Streams jetzt gemacht. Notwendig, ja. Ich meine, ja, cool, schön, dass es gibt und dass man sich das so spezifisch aussuchen kann und ja. Aber ich glaube, das ist bei vielen Menschen halt so, das kommt zuerst in die Gedanken und nicht so, ja, okay, sicher. Wir könnten theoretisch wie eine Vorlesung machen oder wie Unterricht oder wie ein Unterrichtsforum und ja. jeder haut sich da rein und du machst halt, tendenziell ist es halt schon Frontalunterricht, weil die Interaktion ist halt noch sehr, sehr limitiert, aber das ist alles eine Frage der Zeit, bis sich das einpendelt und bis man das wirklich zum Funktionieren bringt und man sagt, okay, es macht keinen Unterschied mehr, ob ich tatsächlich jetzt im Raum bin mit der anderen Person oder nicht, und dann kann man das, wie ihr sagt, ja dann auch erweitern. Das muss ja dann nicht lokal sein, in der gleichen Stadt oder im gleichen Land, in der gleichen Sprache, sondern da sagst du, ich habe heute eine Vorlesung in, I don't know, fucking Cambridge, und weil, also ich rede jetzt von, keine Ahnung, vielleicht in 10, 15 Jahren. Ja, sicher. Und Google Translate ist so schnell, dass ich mir eine Vorlesung zu einem super spezifischen Thema von einem Japaner anhören kann, aber es wird mir instant translated. Ja, und dafür zahle ich halt das, was man normalerweise an Teilnahmegebühren zahlt, die Hälfte davon, weil es halt, keine Ahnung, weil du keine Facility brauchst und du stellst die Facility zur Verfügung, weil es ist dein Büro zu Hause, ja. Und wham, geht schon, Future. Ja, ich glaube, das letzte Jahr hat das gut gezeigt, dass es auf jeden Fall möglich ist, und ich hoffe, dass die Menschheit so aus dieses, 2020 man, gelernt hat. Ja, wenn man will, geht's. Es geht, ja. Auf jeden Fall. Und man merkt's. Das ist eh auch was ich ansprechen wollte, um ein bisschen zu dem Thema Musiker und dann Events und so zurückzukommen. Man merkt eh auch voll, dass viele Leute sich da im letzten Jahr Gedanken gemacht haben, weil ich kann nicht spielen mit meiner Band. Was mache ich denn alles? So, ich mein, das sind jetzt die sagen wir mal auf Twitch die größten Musikstreamer, Matt Heafy von Trivium, der am Release-Tag das ganze Album gespielt hat. Ja. Einfach, er spielt halt, also das war toll, da waren viele Leute im Chat, die gesagt haben, so, hey, das ist wirklich cool, das ist, ich meine, ich sehe sofort, was du mit deiner Gitarre machst, musst nicht 3 Monate warten, bis irgendwelche Playthroughs zur Verfügung sind. Aber hat er das nicht schon vorher gemacht, auch zum Grad? Ich glaub, schon, aber nicht halt zum Album-Release einfach alle 12 Tracks. Ach so, ja. Aber er hat schon ewig Streamer gehört. Genau, ja. Er streamt auch viel Gaming, weil er zockt selber sehr viel. Er hat, wie er bei uns in der SimCity gespielt hat, war er vorher im Bandbus und hat von dort eine Runde Dota gestreamt und hat dann gesagt, er geht jetzt kurz offline, bereitet sich vor und stellt die Kameras auf die Bühne, weil er streamt den Geek live auf Twitch.
von der SimCity. Also der ist, ich würde mal behaupten, er ist der Nummer 1, nicht nur in Sachen, er hat die meisten Views, sondern er macht auch viel interaktive Sachen und lässt sich immer was Neues einfallen. Das ist auch ein cool. Schreiber, wie man sagt. Schanan. Aber auch hier wieder, es ist halt ein geiles Beispiel dafür zu sehen, wie viele von den also normalen Menschen, wie er normal auch immer mal das dann nennen kann, auch Gamers sind dann. Ja. Und deswegen ist das so geil. Und ich habe mir letztens erst gedacht, das wäre doch witzig, wenn man die alle zusammenfasst. Aber du weißt ja, du müsstest jetzt wirklich jeden fragen, bist du Gamer? Theoretisch, ne? Weil man sieht es den Leuten halt nicht an. Es ist jetzt nicht so wie, keine Ahnung, wenn ich jetzt hier eine Star Wars Kappe trage oder was auch immer, dann weiß man zumindest mal, es ist ein Nerd und dann kannst du vielleicht darauf aufbauen. Ja, aber auf der anderen Seite, man muss schon lange suchen, dass man Leute findet, die Star Wars nicht kennen oder die Star Wars nicht seinen Grad mögen oder davon. Ich kenne wen, der Star Wars noch nie gesehen hat. Ja, das ist die eine Person von wie vielen Personen du kennst. Nein, das ist die eine Person. Also man muss weit gehen, das stimmt schon. Ja, aber Gamer und auch Star Wars Fans, sage ich, die sind nicht so easy mehr zum Identifizieren, weil sie tragen Anzug und Arztkittel und schwarze Band-T-Shirts und so weiter. Weil es immer mehr in die Popkultur auch reinrutscht, ne? Das ist halt natürlich. Keine Ahnung, wenn du schaust, wie viele dicke Hollywood-Produktionen das Thema, also auf eine Art und Weise Gaming im Vordergrund haben oder eben Verfilmungen davon sind. Ja. Wir haben tatsächlich zu dem Thema auch mal eine Gesprächsrunde gehabt bei uns. Okay. Also es geht nämlich auch in die andere Richtung. Wie viele Hollywood-Schauspieler in Spiele rein positioniert werden. Also du hast wirklich sehr bekannte Schauspieler, die Charaktere in Spielen sind. Ja. Und auch umgekehrt dann wieder. Ja. Und dann hört man von so Sachen wie, dass ein Ninja auch Schauspieler werden mag und Co. Ja. Also es ist wirklich ein Hin und Her langsam. War nicht Dinge, also ich habe das Gefühl gehabt, ich sage jetzt sicher einen Scheiß, die Call of Duty Reihe, die hat sehr intensiv dann actual Schauspieler genommen und gesagt, okay, auch diverse Telltale Games, die ja eigentlich interaktive Filme sind, Ellen Page war in Ding dabei, ne? Von den Machern von Heavy Rain war das Spiel drauf. Genau. Detroit. Nein, der Kevin Spacey war ja in Call of Duty auch, ne? Spacey war in Call of Duty in einer Cutscene. Genau. Ja. Aber ich meine, da braucht man nicht weiter schauen wie mein absoluter Hero, der Hideo Kojima, der die Leute schon seit eh und je befreundet. Und Norman Reedus in dem besten Spiel von 2019. Mats Mikkelsen. Norman Reedus in The Amazing Fetus. Sagen wir so, die meisten exponierten Game-Macher, die so oder so, sagen wir mal, cineastische Spiele machen, sind oft Leute, die eigentlich Filme machen wollten, aber die Mittel nicht hatten und sich dann halt Programmieren zugeeignet haben. Und jetzt dann baue ich halt meine eigene Welt. Und es funktioniert auch hervorragend. Ich meine, Cyberpunk zum Beispiel, wenn ihr das mitbekommen habt, den Release, der ist ja enorm gepusht worden, dadurch, dass sie den Keanu Reeves. Stimmt. Einfach weil er so eine coole Socke ist, ne? Und es gibt eigentlich, glaube ich, niemanden, der ihn nicht mag. Kommt mir vor. Plus, wer auch ein fettes Zugpferd ist, ist Henry Cavill für Gaming und Nerd. PC Master Race. By the way, er spielt Warhammer 40k. Ne? Echt? Ja, macht er schon seit seiner Jugend. Pinselte Schuhe nach. Kennst du die Story, dass er fast die Superman-Rolle nicht gekriegt hätte, weil er nicht abgehoben hat, weil er in einen WoW-Raid war. Hat er nicht abgehoben bei der Zusage. Geil. Dann zurückgerufen. Geil. Naja, Priorities. Das macht ihn halt auch so sympathisch, oder? Das ist, weil dann bist du ein Mensch. Dann bist du nicht mehr ein Hollywood-Schauspieler, du bist ein Mensch, wenn du sagst, ich gehe lieber den WoW-Raid fertig machen, bevor ich da jetzt... Und wenn du Videos siehst von ihm, von diesem hulking Typen, der da steht mit seinem PC zusammenschrauft und sich bei jedem Ding ein bisschen anscheißt und sagt so, naja, hoffentlich passt das so, ich weiß nicht. Ne? Dass der Teile cool nicht zerbricht, einfach alle beim Angreifen. Ja, nicht alles. voll. Na, cooler Dude. Gute Frage, nächste Frage, okay.
Unser Podcast ist ja eine Plattform mit, wie soll ich sagen, unserem selbst erlegten Auftrag zum Verbinden, aber auch um Awareness zu raisen, nämlich wie intensiv Arbeitsprozesse oftmals sind, um Content zu kreieren. Oftmals, oftmals kommt es einem dabei als Creator so vor, als würden die Zuseher und Follower den Aufwand oft nicht appreciaten, da oftmals kein Interesse oder keine Zeit dafür da ist, dass man sich dafür interessiert, weil man hat die Wahl zwischen dem nächsten Stück Content oder wie ist dieses Stück Content entstanden. Mhm. Quasi, ne? Also die Leute wollen eher, viele Menschen wollen eigentlich eher eine Mehrheit, den End-Output sehen, ja. Und ja, das wollen halt wir auch oftmals zeigen, so, ja, du spielst jetzt nicht zwei, drei Riffs in deine Cubase oder was auch immer Plattform du halt benutzt und sagst auf kreiere leiwanden Song auf Stufe 11, danke, fertig. Shoutout an David Guetta. Ah, scheiße, jetzt müssen wir verlinken. Na gut. Also das heißt, da ist ja sehr viel Wissensaneignung da, dann muss man sich eine Infrastruktur aufbauen, am besten noch Leute dazu holen, die einen da helfen können und so weiter und so fort. Wie könnte man eurer Meinung nach Awareness aufbauen, ne, für die Follower, für die Bubble, dass der Prozess auch appreciated wird und dass man ein bisschen dieses Gefühl für die Relation bekommt, quasi für 5 Minuten Output hakelt man 5 Tage. Ja? Also nicht an einem Stück, aber zum Beispiel, du musst dir das vorher alles zusammendenken und ausdenken und aufnehmen und editieren und bla bla bla. Also es gibt halt auch, also weil du jetzt sagst 5 Minuten, 5 Tage, es gibt halt wirklich enorme Unterschiede, je nach Content, den du produzierst. Ja? Also wir haben jetzt vor allem auch YouTube gesagt, wir haben angefangen, eine Reihe zu produzieren, jetzt mit ganz vielen Trailern von Computerspielen, dass man sieht, was denn so rauskommt. Und da ist es halt schon so, du musst recherchieren, was kommt raus, du musst schauen, was für Trailer gibt es dazu, gibt es überhaupt Videocontent dazu. Dann musst du das Ganze auch irgendwie, also du musst dir ein Skript schreiben, das du runterliest dann quasi und dauert halt auch, weil du natürlich motiviert reden willst, ne? Und dann redest du so überexcited, ja, also, damit die Leute ja motiviert sind und zuschauen. Ja. Trailer hier, los. Ja, und nächste. Ja, und aber das wäre auch mal lustig, ne? Einfach so da sitzen, ja, Leute, ah, Schatz, noch ein Trailer, ja. Ja, shit. Ja, ist mittlerweile. Also, österreichisch oder so, geschissen. Es ist ja schon, wie schon gesagt, es gibt schon so viel auf dieser Welt, jeder muss sich irgendwas Neues einfallen lassen. Und wir alle wissen, egal aus welcher Nische von Kunst und Kultur du kommst, es ist eh überall das Gleiche. Ja. Es ist wurscht, ob es ein Foto ist. Wenn du 10 Stunden an einem Photoshop-Ding sitzt, sie sehen sich das an und sagen, ja, okay, nettes Filmposter. Wurscht. Irgendwann landet es auf Instagram und die Leute sind so, ja, aha. Swipe, next. Ja, ja, und das ist halt, und das ist, ich meine, ich habe Filme, Musik und Fotografie und Kunst, also ich fahre sehr schnell auf was ab, ja, und widme mich dann dem und check das genau aus. Und wenn ich dann drauf komme, da gibt's eine Art Dokumentation, wie auch immer, was sich die Person gedacht hat und warum das so geworden ist, und dann schaue ich mir das noch einmal an, ja, dann, ich habe oft das Gefühl, mein Gehirn explodiert, weil ich diese ganzen Dimensionen, die rundherum sind, ja, erst dann wahrnehmen kann, ja. Und das ist bei kleineren Geschichten schon super interessant, aber wenn man sich dann anschaut, eben, ich sage jetzt mal, AAA Hollywood Produktionen oder so. Das ist natürlich anderer Stern, ja. Wenn man, aber das versinnbildlicht das halt am allerstärksten, ja. Wenn du denkst, das ist dann eine Armee von Leuten, die all ihr Zeug packen, auf die andere Seite der Welt fliegen und einen Film in der Wüste drehen, ja. Ja. Und das Überleben. Ja, oder ich meine, weil wir von Star Wars geredet haben vorhin, ne? Erstmal die Technologie überhaupt entwickeln dafür, ne? CGI. Ja. Das ist so abstrakt für die Leute, weil das ist genau das gleiche Ding, wie ich vorher gesagt habe, ja, da, da,
da tust du was in den Computer hinein und sagst, Computer einmal laut machen. Und dann ist es fertig. Ja, okay, macht der Computer die Arbeit. Ja. Ich glaube, es ist auch die Schnelllebigkeit in unserer Gesellschaft mittlerweile. Du hast halt einfach ein fucking TikTok-Video, dauert was, maximal 20 Sekunden. Länger habe ich keine Zeit mehr. Du swipest am Klo schneller mal durch deine ganzen Stories durch auf Instagram und fertig und hast vergessen, was irgendwer gerade macht von deinen Freunden und weißt nicht, wie arg diese Vorbereitung für diese Instagram-Story gerade war, weil du eigene App schon dafür hast, dass du das machst. Dave, überleg nur das Whoop-Magazin, ne? Und wir sind kein Hollywood. Ich wollte gerade sagen, wir haben zum Beispiel auch das Whoop-Magazin gemacht. Das war ein Pilotprojekt für Okto, so ein Gaming-Magazin. Hatte, glaube ich, was? 13 Minuten war das Limit, oder? Ja, 13 Minuten irgendwas, ja. Und wir haben da einfach vorgestellt Assassin's Creed und Cyberpunk, weil es gerade in den Release reinpasst hat. Mhm. Und wir haben uns da ein Drehbuch geschrieben, wir haben ein Skript geschrieben, wir haben Locations gesucht, wir haben Cosplayer organisiert für das Ganze, wir haben Kutten gekauft für den Sprung von Assassin's Creed. Wir haben an 2 Tagen gedreht, dann Greenscreen. Wir haben ein Set aufgebaut auch, ne? Wir haben ein Set aufgebaut in einer Garage. Das war halt einfach, also es waren zwei Drehtage. Dann war noch ein Tag synchronisieren und dann waren noch 2 Tage schneiden und cutten und richtig die Audio-Lines richtig setzen. Ihr kennt das Problem. Und dann kommen 13 Minuten raus und es gibt 10 Likes drauf und 3 Kommentare. Ja, ist eh nett. Aber ja, danke, tschüss, mach's nicht mehr. Ja. Genau. Obwohl es sau geil ist, ja. Also wirklich, wir haben wirklich mit Cosplayern so kleine Filmsequenzen dann gemacht, sozusagen, ja. Wo wir gegen im Auto sitzen, haben halt, ja, den Cyberpunk-Dude und dann steigt er auf richtig cool aus und die Musik ist so richtig oldschoolig, wie man sich's halt vorstellt. Ja. Und dann gibt's halt so eine kleine Kampfszene mit einem Shop-Verkäufer. Aber wenn ich mir das anhöre, kriege ich einen Burnout. Ja, aber du wirklich für 13 Minuten bist du da mindestens eine Woche am Werken, ja. Und das ist halt dann das komplett, also in unserem Rahmen jetzt mal, den wir bisher gemacht haben, das ist ein komplett anderes Spektrum. Ja, du kannst genauso einfach hergehen und in irgendeinem Bauspiel wie Valheim oder was auch immer eine Hütte bauen, ja, und die in Zeitraffer durchlaufen lassen, hast wahrscheinlich genauso viel Klicks. Ja, wenn nicht sogar mehr, wenn es gerade Trendspiel ist. Und das ist halt das Traurige, weil es geht hier gar nicht um Qualität mehr. Es geht nicht darum, was du ablieferst. Es geht darum, wie viel du ablieferst und ob das okay ist. Dass du was ablieferst. Ja. Das ist, und es ist halt genau diese Geschichte im Streaming-Bereich, hast du ja genau dasselbe Problem. Du bist auf der wenn du mal auf der Startseite bist, bist du auf der Startseite und ein Typ klickt random auf dich drauf und ja, du hast eigentlich 10 bis 15 Sekunden, um ihn zu behalten. Ja. Da ist es wurscht, ob du in einem Greenscreen-Studio sitzt mit einem High-End-Mic fünf Lichtern oder ob du einfach gar keine Cam hast, einfach nur reinquatscht über dein Game-Headset und dich einfach nur blöd aufregst über den Sniper, der dich da geholt hat um die Ecke. Ja. Der ist für dich gerade viel sympathischer als der mit Greenscreen und HD-Cam und was weiß ich alles. Es ist halt einfach, ja. Das ist ja genau das, was viele Leute auch zum Beispiel jetzt kritisieren an das ganze Musikstreaming und wie es die Songs verändert, wenn du nicht mit deinem Hook anfängst, was eigentlich weird ist, dass du einen Song mit deiner Hookline anfängst, wenn nicht in den ersten 15 Sekunden Refrain, Hook und alles dich vollgepackt hat, next. Weißt du, so geht's halt mit den Playlists. Aber da auch das ist per se nichts Neues, weil wenn du denkst, Movie-Trailer, ja, wie oft hat man schon die leiwandsten Szenen und den ärgsten Chimbundrara schon im Trailer gesehen und du siehst den Film und denkst so, Das ist so, das macht mich so fertig, wenn sowas ist bei Trailern. Ja. Aber das ist im Prinzip genau dasselbe. Ja? Ja. So, du musst Leute überzeugen, hey, gebt euch das, weil das ist eh geil. Schaut's, wir zeigen euch jetzt auch das Geilste, ja, weil dann könnt ihr sehen, wie leiwand das Output ist. Ja? Rückwärts gesehen ist es jetzt genau dasselbe. Ihr habt gerade gesagt, die wichtigsten Teile sind im Trailer, whatever, Transformers
3, 2. Du hast Fast and Furious 9. Du Sie nennen es nicht mal mehr Fast and Furious 9, es ist F9. 78.000 Mitarbeiter, drei Leute heben ein Auto in die Luft, nur damit es einen Raketenantrieb bekommt. Im CGI, also es gibt jetzt zum Beispiel weil Fast and Furious 9 gibt schon einen Behind-the-Scenes-Trailer mittlerweile, weil es einfach nicht rauskommen will. Die haben ein Auto hingelegt auf die Seite und durch ein präpariertes Haus durchgezogen, weil es von einem Magneten angezogen wird. Aha. Die Storyline sei, wie es ist. Sie haben einfach ein fucking Auto durch ein fucking Fake-Geschäft gezogen. Aha. Das haben wahrscheinlich 4 Leute gebaut. 6 Leute haben jedes einzelne Buch da reingeschlichtet, damit das nach einer Bücherei ausschaut. 18 Leute haben Kamera gemacht, 3 haben geschnitten, 4 haben CGI noch hinzugefügt, damit da Leute drinnen sitzen. Und nach den 2 Stunden gehst du raus und sagst, was für ein scheiß Film war das eigentlich? Ja. Und niemand gibt Appreciation, dass der Film jetzt 100 Millionen Dollar gekostet hat und 10.000 Jobs hat. Was das für ein furchtbarer Aufwand ist. Ja, aber überleg mal, es gibt so viele Filme, die weniger kostet haben, die besser waren. Das stimmt, das stimmt. Ja, aber du musst ich finde die Relation einfach voll. Ja, klar. Es geht ja, um es noch geht zu überspitzen, ganz kurz, das sind alles Leute, die fair bezahlt wurden dafür, wie viele Bands gehen mit ihrem eigenen Geld, weiß ich wie lange, in ein Studio, kriegen keine Kohle, sondern zahlen drauf und die Leute fetzen ein geiles Album raus. Ja, war eh okay, aber ich weiß nicht, ob ich mir die Show anschaue, es sind nur lokale Bands da. Oder wie viel Geld habt ihr gekriegt für euer Cyberpunk und Assassin's Creed Thing zum Beispiel? Ne? Was ist dieses Geld? Genau, das wurde nur bezahlt in Exposure. Das wurde tatsächlich bezahlt, bezahlt. Okay. Aber es war, also so, keine Arbeitswoche bezahlt. Ja, das kann ich nicht sagen. Das war ein bisschen halt eine Aufwandsentschädigung vermutlich. Richtig, oder? Richtig. Okay, danke. Nein. Man kann jetzt über wie soll ich sagen, Transformers oder Fast and Furious oder keine Ahnung, ein Lieblingsbeispiel für mich ist Battleships. Ja, super. Kann man super sagen, Film, was man will, die Story ist so flach wie der neue Siedlersee. Ja, aber es ist impressive imagery. Ja. Und einfach, darum geht's ja auch nicht. Aber das weiß man ja auch im Vorhinein, ja. Du wirst jetzt keine tiefe neue Story kriegen von einem Film, der Battleships heißt, der inspiriert vom Schifferl versenken ist, ja. Wortwörtlich das Spiel. Es ist schon sehr gut. Ja? Und darin Leute, die Story, die Schauspieler. Okay, aber fucking Rihanna war dabei. Ja, okay, sie ist fesch und sie ist eine coole Performerin und alles. Aber sie ist halt keine Schauspielerin, sondern hat man gesagt, okay, das ist ein Film mit der Rihanna. Gut. Und dann schaust du dir das an. Sie ist 2 Stunden Action, die echt cool ist. Ja, Aliens, auch geil. Ja. Und dafür gibst du dir das. Ja. Ach, und das war's. Ich finde, auch ein Punkt, den ich halt oft und gerne sage, ist halt, dass viele Kunst und Content halt so challengen. Ja. Sie stellen sich hin mit all ihren Guards oben und so richtig so, und jetzt beeindruck mich, ja. Und wenn du dem Ding nicht entgegenkommst ein bisschen oder dich zumindest vorbereitet, was kann ich da von dem jetzt haben, kriegen oder lernen? Oder wie unterhält mich das? Machst du dir das halt auch selber madig. Ja? Ja. Und wenn du dir nicht im Vorhinein denkst, hey, ich habe halt Bock auf einen blöden Actionfilm, was ist ein cooler, blöder, seichter Actionfilm mit Aliens? Battleships, cool. Ja, darauf freue ich mich. Dann wirst du Spaß haben dabei. Ja? Ja. Kunst kann nur so weit gehen, ja? Und funktioniert besser, wenn du es embraced und entgegennimmst. Ja? Und das ist es halt. Und da muss man sich halt Zeit nehmen, und wenn man sich die Zeit für ein Piece of Content nimmt, verpasst man halt viele andere Sachen, weil es so fucking viel gibt. Ja? Jede Band released jedes Jahr was, und ständig kommen YouTube-Videos und 100.000 Streams und Filmen, bla bla. Natürlich wirst du es verpassen. Aber es ist so dieser Drang, dass ich darf nichts verpassen, weil dann kann ich nicht mitreden. Ja, bei einem Battleship tust du dir auch leicht, ja, weil das ist ein Teil bisher gewesen und das ist halt einfach Action. Genau, das ist mal kein Franchise-Fall. Bei einem Fast and Furious muss ich sagen, von Teilen, keine Ahnung, 3 bis 6 herum habe ich mir wirklich schwer damit getan, weil es halt als cooler Underground Tuning-Film angefangen hat, ja. Voll. Ja, es war sehr, halt, sehr. Und dann halt ist irgendwer jedes Mal einer da gesessen und sagt, was können wir diesmal mehr machen? Ja, voll. Und dann zack, 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 dann Panzer und dann, keine Ahnung, U-Boote und Spaceship. Ja. Wo wollen sie jetzt als nächstes hin? Ich weiß hoffe, nicht, dass sie bald am Mars mit irgendwelche Autos fahren und sich gegenseitig beballern. Ja. Über die Sonne einfach so drüber fahren, oder? Das wäre doch was. Einfach mit
Keine Ahnung, ja. Und inzwischen aber, jetzt haben sie es schon so lange gezogen, dieses, wie kann ich noch mehr machen, ja, jetzt finde ich es nicht mehr schlimm, ja, jetzt gehe ich da rein und will einfach nur bespaßt werden, ja, ja, und will einen Schwachsinn nach dem nächsten sehen. Jetzt ist es nicht mehr schlimm, am Anfang war es halt schlimm, ne, weil es halt ein seriöses Teil angefangen hat, ja. Ja. Aber zurückzukommen wieder zum Boden der Erde aus Fast and Furious 9, wir haben zum Beispiel auch letztes Jahr ein Live-Konzert gestreamt, also Live-Konzert, ein Streaming-Konzert heißen, ja, glaube ich, seit Corona, für Hearst, die Nerd-Rocker aus Amstetten. Die haben nämlich, die spielen seit 2-3 Jahren, spielen die auf der Gamescom immer in Köln, auf der Cosplay-Stage, und dort fetzen sie halt ihre Pokémon-Theme und Sailor Moon und alles sicher und ihre eigenen Songs halt heraus. Und die Gamescom hat sie eingeladen, ob sie online streamen können, ein Konzert, weil die Gamescom letztes Jahr halt komplett digital war. Und sie da Programm planen, und da ist eine Cosplayerin, die irgendwas näht und irgendwelche Tutorials zeigt und Tipps und Tricks. Und dazwischen war halt einfach das Hearst-Konzert. Und sie haben uns gefragt, ob wir das für sie produzieren können. Wir haben gesagt, sicher, weil A, finden wir die Idee, also wir helfen euch gerne bei Streaming, weil wir machen, das ist unser Ding. Wir helfen euch gerne, weil wir finden A, eure Musik cool, und wir unterstützen natürlich, dass eine Band aus Niederösterreich auf der Gamescom spielt. Und das ist halt schon, also ich bin jetzt kein Patriot oder so, das ist, finde ich, für mich schon geil, wenn ich sage, okay, eine österreichische Band spielt auf der Gamescom in Köln. Geht. Ist jetzt, ja. Fett. Ist so. Ja. Und es gab Appreciation, und sie haben jetzt ihr erstes Album rausgehaut. Und es gibt anscheinend auch schon deutsche Leute, die das Album vorbestellt haben beim Mediamarkt und so. Und geil. Ich finde das recht cool, dass man Leute so pushen kann, dass es ihnen dann auch wirklich hilft. Ja, und ja, auch hier wieder, sie haben sich eine gute Nische gesucht, ne, mit dem Thema. Ja. Weil es gibt nicht so viele Musiker, also die sich explizit auf Gaming setzen. Ja. Oder auf Nerdkultur jetzt. Ja. Es hat mit dem Gaming den Dame gegeben, ne, der hat ein Gaming-Album gemacht. Und damit ist er bekannt geworden und groß geworden und cool und in Deutschland. Und jetzt mag er es eh nicht mehr machen, weil jetzt ist er offizieller Popstar. Ne? Aber, ja, aber das war, weiß nicht, was war das? Call of Duty hat er viel gesungen drüber, weil er das gespielt hat, glaube ich. Ja, ja. Call of Duty und Counter-Strike, glaube ich, hat er, ja. Game Over, solche Sachen hat er halt gerappt. Oder es ist cool, ja, weil da fangst, also mit Shootern fangst halt viele ein, weil es enorm viele Shooter-Gamer gibt halt. Voll. Ja, sei es Counter-Strike, Call of Duty, was auch Battlefield, was auch immer, ja. Und das. Und du hast halt einfach nicht viele Lieder, die explizit fürs Gaming stehen, ja. Und du hast, was hast du früher, hast du so einen Dota-Song gehabt und so ein paar, ja, so ein paar kleine Songs hat es immer wieder mal gegeben. Aber wirklich explizit eine Band, die dafür steht halt nicht. Und deswegen super Nische für sie, und ich kann mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Die Frage ist halt, ob sie nicht auf Englisch gehen sollten dann irgendwann mit den Songs, weil international der Markt dann größer ist, ja. Der Markt dann größer ist. Ja, oder sie machen einen auf Seiler und Speer und Christina Stürmer und tapezieren halt Schweiz, Deutschland und Österreich zu. Ja. Und machen sich dort breit. Unsere Episode ist jetzt schon quite long ausgefüllt. Aber eine Frage habe ich noch. Und zwar, ihr könnt jegliche Person einladen, ja? Egal, ob von hier oder von dort oder so, ja. Und die muss in eure Show kommen und mit euch gamen und interviewen lassen. Wer werden da so dabei? So, jeder von euch darf eine Person nennen. Nicht die Top 3, sondern. Realistisch erreichbare Personen. Egal, oder nein. Jede lebende Person. Also wir schreiben jetzt einen Brief an diese Person, und die kommt dann ins Studio. Die muss kommen. Ja. Okay. Ich glaub, Imperial Decree. Keanu Reeves wäre geil, glaube ich. Keanu Reeves, okay. Ich glaub, Oder Henry Cavill. Ja. Okay, wenn du zwei sagst, darf ich auch zwei sagen. Ja, das ist auch. Jack Black. Dann regeln hier. Ja. Jack Black. Ne? Auch geil, mit dem kann man, glaube ich, gut jammen auch. Neben dem Zocken. Spielt der? Tony Hawk hat er sogar einen Gastauftritt bekommen. Tony Hawk Pro Skater hat die Remaster. Ja. Da ist ein Skin, ein eigener. Der hat mit Tony Hawk das Ganze promotet. Und kann mich erinnern, wie er damals so, es hat damals irgendwann eine News gegeben, Jack Black fängt zum Stream an. Da habe ich ihn zum Team damals gesagt, so, genau. können wir es gleich sein lassen. Fertig, danke, tschüss. Ja. Der ist jetzt Streaming. Ja. Ja.
Okay, also... oder ganz kurz zu Jack Black. Habt ihr gewusst, dass die Mutter von Jack Black daran beteiligt war, die Apollo 13-Astronauten zu retten, während sie im Spital war und der Jack Black auf die Welt kam? Die ist im Spitalbett, die hat die irgendwelche mathematischen Sachen oder irgendwas weiter berechnet, hat dann bei der NASA angerufen, ja, ich hab's jetzt, aber ich bin gerade beschäftigt, geil. Komm später. Das ist nicht unbedingt okay. weitergegeben no lie, worden, das ne? Ist, aber Multitasking. Das ist tatsächlich so. Bist du deppert? Ja, Judith Love Cohen hat seine, heißt sie. Sehr, okay. Sehr geil. Und die zweite Person wäre Ryan Reynolds, glaube ich. Oh ja, das wäre sicher lustig. Allein, weil er jetzt, ich glaube, er beschäftigt sich sehr viel mit Gaming, weil er mit dieser Deadpool-Geschichte ist er sehr abgerutscht in die Nerd-Kultur. Ich glaube, er ist selber ein ziemlicher Freak, was das alles angeht. Er supportet auch die, wie heißen sie denn, diese Gruppe in den USA, die sich für behinderte Gamer auch einsetzt. Gott. Und denk mal drüber nach, warte. Und er spielt jetzt auch, im Sommer kommt ein Film mit ihm raus, der heißt, glaube ich, Free Guy, wo er ein NPC in einem Videospiel ist und dort irgendwie ausbrechen möchte oder irgend sowas. Aber halt ein non-playable Character ist. Durch irgendeinen Systemfehler oder so sieht er dann einmal Bugs. Die Realität. Es ist aber ziemlich cool, weil du siehst im Trailer schon so Personen, die gegen die Wand laufen und so. Also wie in GTA, die einfach kaputt sind. Er ist ja jetzt... irgendwo kann man schon noch sagen, die offizielle Stimme von Pikachu. Ne? Ja, ist eben. Ja. Also er ist in der Nerdkultur angekommen. Er ist richtig Nerdkultur. Aber es passt auch zu ihm voll. Mit seiner Art irgendwie, seiner quirligen. Ja. Richtig netter und cooler Typ. Also zumindest von dem, was man sieht, richtig netter und cooler Typ. Ja, bitte unterschreibt alle die Petition, dass er Johnny Cage im nächsten Mortal Kombat Film macht. Danke. Ja, wenn ich muss, I don't know, ich seh den ziemlich mit einer weiteren Mortal Kombat-Verfilmung, weil die beste ist schon passiert, also die erste. Ja, stimmt, die war schon legendär. Ja, ich wette, Ryan Reynolds ist auch Gamer. 100 Pro. Ich glaube auch. Zumindest casual. Ja, Nintendo casual Switch Gamer mit seinem kleinen Sohn. Ja, kann man vorstellen. The Rock also, ist ja auch Gamer, ne? Zum Beispiel. Ja, genau. Der hat 100 Xboxen an ein Kinderspital geschenkt und so. Also, man sieht, also ich glaube, du kommst am Gaming nicht vorbei, obwohl viele noch in diesem konservativen Gedankengut gefangen sind. Gaming ist schlecht, du kriegst schlechte Augen, du sollst zu viel zocken. In Wirklichkeit fördert das deine Hand-Augen-Koordination, wenn du Shooter spielst und deine Reaktionen und so weiter. Das macht dich auch nicht anti-social, ganz im Gegenteil. Genau. Ja, das hat man letztes Jahr gesehen. Terry Crews ja auch, oder? Terry Crews ist vor 2-3 Jahren der PC Master Race beigetreten. Er hat nämlich auf Reddit dann um Hilfe gefragt, welche Komponenten er aussuchen muss und hat dann einen Livestream gemacht, wie er seinen Computer zusammenbaut mit seinen Kindern. Mit seinen Kindern, ja, das ist super geil, wenn man so ein Hobby mit den Kids hat. Ja, voll. Hot. Und er hat auch nicht seinen PC zerknüllt. Ich glaube, er hat 3 oder 4 Offstream schon. Schon zurück. Ja. Ganz ehrlich, ich glaube, er ist rausgegangen in den Garten zur Sandkiste, hat sich Sand genommen, hat daraus die Platinen zusammengedrückt mit seinen Massen und sie dann einfach reingesteckt in den PC und fertig, ist es gelaufen. Nice, sehr geil. Okay, cool. Ich hätte noch ein paar Fragen gehabt, aber wisst ihr, Aufmerksamkeit spannend und so. Habt ihr noch ein paar abschließende Worte oder eine Message für die Leute, die streamen und gamen? Also die glauben, dass Streamen und Gamen noch immer des Teufels ist. Für die glauben, dass Streamen und Gamen des Teufels ist. Ja. Es ist. Nein. Man muss. Nein, naja. Es ist. Es hat nicht, also es hat auch Nachteile. Ja. Man muss ja auch ganz offen sprechen. Es gibt auch sowas wie Gaming-Sucht und so weiter. Es gibt's einfach. Ja. Darüber wird auch nicht so viel gesprochen, ganz ehrlich, unter Gamern. Aber ganz ehrlich, wenn man sich anschaut, welche Benefits das Gaming generell hat, wie man seine Skills entwickeln kann. Und da rede ich ja jetzt nicht nur von Reflexen, weil Shooter oder irgendwas. Ich rede auch wirklich von, wenn man sich jetzt Corona anschaut, ja, von Kommunikation, von Teamleader-Skills, von ich weiß nicht was. Und es ist ganz ehrlich, es ist nichts Schlechtes, wenn das Kind Computer spielt. Ja. Natürlich muss es auch irgendwann mal die Sonne sehen da draußen, ja. Aber es gibt ganz, ganz viele Firmen da draußen, die explizit schon, wenn du jetzt stehen hast im Lebenslauf, ich war WoW-Gildenmeister, ja, und dann wirst du, es gibt Unternehmen, die stellen dich dann dafür an, weil die wissen, du kannst Leute koordinieren. Ja.
ja. Social Skills, die du einfach schon irgendwie mitbringst durch ja. Teamleadership, weil du beim Clan genauso E-Sports, wenn du in ja. E-Sports-Team spielst, ja, du bist einfach, du kannst mit kritischen Situationen umgehen, du kannst schnelle Lösungen, Problemlösungskompetenz, es gibt enorm viele Soft Skills, die die Leute über Gaming lernen und meistern auch tatsächlich, ja. Das hat enorm viele Upsides Gaming, ja. Man muss halt nur was dann auch damit machen, ja, das ist halt das Wichtige. Und wie du sagst, egal was du machst, wenn du es übertreibst, hat's weniger Benefit für dich. Und das ja, ist jetzt egal, ob es trinkt zu viel Wasser, du wirst auch sterben. Ne? Genau, voll. Das ist auch, wenn du, keine Ahnung, zu viel Sport falsch machst, ja. Ja, oder I don't know, ja. Ja, wo man eigentlich. Ja, zu viel arbeiten, ne? Zu viel Hacking, ja, das alles. Also Hyperfocusing auf ein Ding, ja. Ja, und das dann zu viel machen, ja. Ist eh wie immer, ja, und da ist Gaming nicht anders oder besser oder schlechter, sondern ja. Das ist, ja, halt, wenn man ja. einen moderaten Umgang damit lernt, dann ist das schon ja. was Geiles, ja. Es ist auch witzig, weil wenn man jetzt, ich glaube, 3 Jahre inzwischen zurückschaut, da hat die World Health Organization gesagt, tut's ja nicht gamen, ja, und mit dem Start von Corona haben sie eine neue Presseaussendung gemacht, gamet doch, damit ihr ein soziales Leben habt während der ja. Corona-Zeit. Genau. Du hast ja. doch spielt so, bitte bleibst zu Hause dabei. Ja, ja, es ist, also ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil das wollte ich eben noch sagen, es kann halt auch einen Therapieeffekt haben in Wirklichkeit, ja. weil wenn man sich das letzte Jahr anschaut, Nintendo Switch war ausverkauft ab März überall auf der ganzen Welt. Keiner konnte eine kaufen. Alle haben Animal Crossing gespielt und sich auf ihre eigene Insel abgeschottet. Ja, ja. Und dort einfach entspannt und die Sorgen von draußen aus der Welt abgeschottet. Jeder hat hunderte Stunden in Inselbauen investiert. Ja. Und es geht um nichts anderes außer abschalten. Es ist eine Art Yoga für manche Leute. Ja. Und das können halt auch so Spiele, wo Depression behandelt wird, sein, die dir halt einfach wieder ja. Den Kick fürs Leben geben und solche Sachen, wo du sagst, okay, das ist gut verarbeitet, voll schlaue Idee, vielleicht setze ich das selber um. Wir haben sie auch als Teil gehabt des Spawn Points, ne? Wir haben einen ja. Subteil war Mental Health, genau. Wir haben das so unterteilt gehabt in Physical und dann Audio und so weiter und so fort, ja, und eines war halt Mental Health. Und da hat man halt wirklich gut gesehen, dass es zum Beispiel in den USA gibt es auch so Veteranen, Ex-Soldaten, die komplett mit PTSD aus dem Krieg zurückkommen und nicht mehr gesellschaftsfähig sind einfach, in keinster Weise. Und die dann mit Gaming tatsächlich wieder so ein bisschen einen Anhaltspunkt finden im Leben. Ja? Und das funktioniert für die. Das ist, also da ist Xbox auch ganz, ganz stark dahinter. Die tun da ganz viel mit diesen Organisationen, die es in den USA gibt, zusammenarbeiten, dass die Leute, die Veteranen, die Probleme haben, auch wirklich irgendwie Konsolen und Games kriegen. Dass sie da wieder, ich meine, in den USA ist das eh alles anders, da bist du eh der Überheld, wenn du aus dem Krieg zurückkommst. Ne? Das ist ja bei uns in Österreich und zwar eh ein bisschen anders. Ja, ist in den USA auch so, ich meine, ja, du bist ein Held, wenn du zurückkommst und das ist geil, aber wenn du zum Und dann Beispiel, danke, tschüss, bitte setz dich in die Ecke und wir sterben, genau, ja. Dann, ja, voll. Also das ist auch ein komplexes Thema, aber prinzipiell hast du recht, ja, voll. Ja, ja. Ja, cool. Sehen wir auch so. Peter, hast du noch was zum Einwerfen? Nope. Okay, Boys, dann danke für eure Zeit und eure ja, danke für die Einladung. Insight in das Ganze. Jetzt danken wir noch ganz kurz und schnell der Klangfarbe, Wiens dickstes Instrumentengeschäft für den fetten Promo-Support, die uns da immer helfen. Geil. Und nice. Ja, wie gesagt, Links zu euren Stuff werden wir dann auch posten und teilen und ja, finde ich cool, was ihr eben auch für die lokale Subkultur macht und euch diverse Bands halt annehmt und ja, ihr da draußen auf TV schauen, ja. Und Band-Battles schauen, ist ein Lärm. Band-Battles, ja. Und yes. Massiv bleiben. Okay, see ya. Yes. Macht es gut. Bye. Tschüss. Bye-bye. So, Video nimmt nicht mehr auf. Girl. Super, gut gemacht. Ja, bounce Songs bitte.